Bei der Phase Nachhaltigkeit geht es uns darum, Architekten zu erreichen, Architekten in Bewegung zu bringen, zu einem Schulterschluss, sich gemeinsam für die Nachhaltigkeitsthemen einzusetzen, und zwar in jedem Projekt. Dafür machen wir Veranstaltungen, wo es uns eben darum geht, nicht irgendwie zu unterhalten, sondern um ganz pragmatischen Wissensaustausch, Wissensweitergabe, das Vernetzen, um einfach so schnell wie möglich wirklich pragmatisch ins Handeln zu kommen. Das Baukunstarchiv ist ein optimaler Ort für diese Veranstaltung, weil es zum einen ja dazu da ist, um Nachlässe von Architektinnen und Architekten für die Nachwelt zu erhalten. Und wir finden immer wieder gut gelungene Beispiele in diesen Nachlässen, wie Nachhaltigkeit wirklich funktioniert. Es ist keine Rocket Science, das nachhaltige Bauen. Und das sieht man in diesen Nachlässen, die uns zur Verfügung stehen und verantwortet werden. Weg vom Statement, hin zum Handeln. Das ist das Motto der Phase Nachhaltigkeit. Das war auch der Grund, warum wir als Architektenkammer Baden-Württemberg das von Anfang an unterstützt haben und die Kolleginnen und Kollegen der Bundesarchitektenkammer überzeugt haben, da mitzumachen. Ich glaube, sie gibt uns Zuversicht, dass wir gemeinsam in dem Thema anders bauen weiterkommen, dass wir versuchen, Wege zu finden, wie wir nachhaltiger und in den planetaren Grenzen bauen können. Und da ist das Gemeinschaftliche und das Miteinander eben extrem wichtig. Wir müssen uns heute in der Planung in einer ganz frühen Phase klar werden darüber, wie unsere Gebäude ausschauen, welche Verglasungsanteile haben, wie der Sonnenschutz ausschaut, ob wir so Dinge, Sonnenschutz ist ja auch ein technisches System, das anfällig ist, Wartung und benötigt und natürlich der Witterung ausgesetzt ist, ob man, wie man mit solchen Dingen umgehen und wie man die Wärme, die da anfällt in unseren Gebäuden, wie man die letzten Endes wieder abtransportieren kann. Das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung für die Architekten, für die Ingenieure und vor allen Dingen auch für die Bauproduktenhersteller, heute eine Kreislaufwirtschaft zu begründen, die es uns zukünftig erlaubt, alle die eingesetzten Rohstoffe wieder neu zu gewinnen und auf gleichem Funktionsniveau neu zu verwenden und mehrfach zu verwenden. Bei all den Facetten des nachhaltigen Bauens, da kommt die Biodiversitätskrise, die Recyclingkrise, ist für mich eindeutig die Krise, die wir am ehesten und am dringendsten jetzt klären müssen, die Klimakrise. Und deshalb setze ich mich besonders für das jetzt auch schon machbare CO2-reduzierte Bauen ein. Also, welche Strategien helfen eigentlich dabei, jetzt CO2 zu sparen und nicht erst in Zukunft oder später einmal? Für die Phase Nachhaltigkeit, das ist aus meiner Sicht die längste Phase, die geht über das ganze Projekt und startet eigentlich ja schon vor dem Projekt. Also, finde ich, was heute mitgenommen werden oder was ich mitnehme, ist einfach der frühe Start mit dem Bauherrn über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen, eigentlich schon vor dem Planer. Also sprich in der Phase 0, also der vorbereitenden Phase, wo der Bauherr sich die Weichen stellt, muss die Nachhaltigkeit das Thema sein. Gebäude, die von 9 Uhr bis 5 Uhr genutzt werden, können noch so gut gebaut werden, sie sind nicht so gut wie Gebäude, die rund um die Uhr genutzt werden. Und dass sich der unbestreitbar große Aufwand des Bauens überhaupt lohnt. Wir machen einen großen Aufwand für Energieeffizienz, auch für andere Nachhaltigkeitsthemen und erzielen nicht das gewünschte Ergebnis. Und dann geht es ja aber vor allem heutzutage um den Bestand, das heißt um die Transformation des Bestandes. Gerade im Bereich der Landschaftsagentur und der Naturintegration sind wir, glaube ich, im Moment in der Phase, wo es darum geht, das Verhältnis von Stadt und Natur, von gebaut Natur neu auszutarieren. Und getrieben wird es natürlich über den Klimawandel und über die Probleme, die daraus entstehen. Aber aus meiner Sicht hat es auch sehr viele Chancen, eben dieses Verhältnis neu auszutarieren. Ein Tipp von mir: Umgebt euch mit intrinsisch motivierten Menschen, die ähnliche Ideen und Lösungen haben wollen, die Bock drauf haben, die extra Meile zu gehen und nicht nur den Standard aus der Schublade zu ziehen. Und ihr werdet sehen, dass ihr Freude habt an den Themen, um damit auch weitermachen zu können.